Ich habe ja im April und Mai letzten Jahres zwei Vorträge über Meta gehalten. Und mir war damals eigentlich schon klar, dass man das Thema nicht beenden kann, ohne auch über das Meta-Sutta etwas zu sagen, das ja von manchen als das Hohelied der Liebe bei den Buddhisten bezeichnet wird. Und das soll einfach heute passieren. Das Metta-Sutta ist ja ein sehr bekannter und sehr beliebter und deshalb auch häufig rezitierter Text aus dem Pali-Kanon. Und im buddhistischen Asien wurde das zumindest früher von vielen ganz oder teilweise auswendig gelernt. Und jedenfalls war das so etwas wie ein unverzichtbares Bildungsgut. Dieses Sutta ist im Vergleich zu anderen ganz in Versen verfasst, das heißt, schon die sprachliche Form zeigt die herausragende Wichtigkeit des Themas, das da angesprochen ist. Denn der Buddha hat immer dann, wenn er bestimmte Dinge betonen wollte, sie für besonders wichtig hielt, eine verdichtete Art der Sprache verwendet. Und das haben wir auch hier. Ich hatte mal vor einiger Zeit geguckt, wie viele Übersetzungen es davon denn im Deutschen zumindest gibt und habe das mal gesammelt. Und bin auf ein gutes Dutzend gestoßen. Und im Englischen gibt es noch weitaus mehr. Und das zeigt schon, wie wichtig dieser Text auch genommen worden ist. Ich will darauf hinweisen, dass es einige andere Sutten gibt, die genauso oder ähnlich heißen. Die sollte man nicht verwechseln. Und die bekannteste Fassung ist die, über die ich heute spreche. Das ist unser Karaniya Metta-Sutta, also die Lehrrede von Metta, die Karaniya ist, zu tun ist und nicht eben nur zum Rezitieren da ist. Zu dieser Lehrrede gibt es auch eine Vorgeschichte. Sie ist im Kommentar zum Dhammapada erhalten. Und da wird uns Folgendes berichtet. Da gab es mal in der Stadt Savatthi 500 Mönche, so heißt es, die hatten sich vorgenommen, in einem etwas entfernteren Wald zu meditieren. Aber das waren eher lärmende, ungesammelte, mehr so wirbelige Mönche. Und als die in dem Wald aufgetaucht sind, haben sie die Devas erstmal gestört. Die fanden sich unangenehm berührt von dem Verhalten dieser Mönche. Sie fanden das gar nicht gut, dass die so laut waren. Und was haben sie gemacht? Ja, sie haben diese Mönche erschreckt und haben sie weggejagt. Und die sind dann nach Savatthi zurückgegangen, waren einigermaßen irritiert, konsterniert. Was war denn das jetzt? Das konnten sie sich nicht recht erklären. Da sind sie zu dem Buddha hingegangen, haben berichtet, was los war und haben ihn gefragt, was waren da jetzt und was soll man denn da jetzt tun? Und bei dieser Gelegenheit gibt ihnen der Buddha zwei Belehrungen mit auf den Weg. Zunächst mal den Vers, der eben im Dhammapada besonders kommentiert ist. Das ist der 40. im Dhammapada. Dort heißt es, wie einen Krug, so sehe er diesen Körper. Wie eine Festung, baue er dieses Herz. Durch Weisheitswachstum fessle er den Maro, bewache den Besiegten, hafte nicht. Das ist eine deutliche Aufforderung, mit eigenen Weisheit voranzukommen. Das heißt, das Verständnis für das Dasein und seinen Charakter zu vertiefen. Das heißt, gerade auch auf das Körperliche zu achten und zu sehen, dass der Körper eigentlich ist wie ein Tongefäß, zerbrechlich, unbeständig, ständig gefährdet. Will man das allgemeiner ausdrücken, legt der Buddha den Mönchen an das Herz, dass sie die Vergänglichkeit, die Wandelbarkeit, Anicca, kontemplieren. Und zugleich gibt er ihnen etwas mit auf den Weg. Er sagt ihnen nämlich, Leute, kümmert euch um eure Gemütsausbildung, also nicht nur um den Intellekt, kümmert euch um die Gemüts- und die Herzensbildung. Und gerade dafür ist das geeignet, was ich eben zum Thema mache, das Metta-Sutta. Das hat er ihn als ein ganz besonderes geistiges Gut anvertraut.
Was machen die Mönche? Sie gehen jetzt so ausgerüstet in den Wald, rezitieren dieses Sutta und es gelingt ihnen tatsächlich, die Baumdevas zu beruhigen und nachher können sie entsprechend unbehelligt praktizieren, weil jetzt zwei Quellen von Störungen beseitigt sind. Einmal sind keine äußeren Störungen mehr da, aber bei den Mönchen selbst sind auch keine inneren Störungen durch das eigene Gemüt mehr da. Und das ist auch der Hintergrund, warum diese Metta-Sutta in den asiatischen Ländern oft als Paritta rezitiert wird. Er gilt sozusagen als ein Segens- und Schutztext, den man dann rezitiert, wenn man eine Umgebung oder eine Situation besänftigen und gefahrlos machen will. Aber nun wird es Zeit, dass wir uns endlich dem Inhalt dieser Lehrrede selbst zuwenden. Ich will verwenden eine Übersetzung von Fritz Schäfer. Ich habe aber immer auch ergänzend mal bei Nyanaponika nachgeguckt und auch so einen Seitenblick auf das Pali geworfen, um ein Gesamtbild mir zu erstellen. Zur Einstimmung dachte ich, es ist es ganz gut, wenn man dieses Sutta mal insgesamt hört, bevor ich also die einzelnen Teile kommentiere und bespreche, damit man mal einen Eindruck hat von dem Gesamtbild dessen, was da gesagt wird. Ich will aber diese Sutta nicht selbst vortragen, sondern ich habe Ilse und Peter Canozzi gebeten, dass sie eine Lesung, die sie anlässlich eines Seminars mal gemacht haben, mir oder uns zur Verfügung stellen und an dieser Stelle sozusagen als Gastbeitrag einspielen. Das soll jetzt geschehen. Lasst dieses Sutta auf euch wirken und dann werde ich das eine oder andere noch dazu sagen. Und Ilse und Peter schon jetzt vielen Dank für ihre Mühe. Metta Sutta. Wer zum Heil will taugen, der muss wirken, was als Stufenweg zum Frieden ward gezeigt. Kampfesfähig, offen und gerade, ansprechbar und sanft und ohne Stolz. Still zufrieden, zu versorgen leicht, ungeschäftig, in der Lebensweise schlicht, wohlgestillt die Sinne, klar bezähmt, unaufdringlich bei den Menschen, gierig nicht. Auch im Kleinsten mag er nicht so wandeln, dass Verständige ihn darum tadelten. Wohl sei allen und Geborgenheit, mögen alle Wesen in sich glücklich sein. Alles, was da atmet, was da lebt, ob bewegte oder unbewegte, ausnahmslos, gleich ob lang, ob von gewaltigem Wuchs, mittel, klein, zart winzig oder stark gebaut. Die da sichtbar oder unsichtbar in der Ferne weilen oder nahe sind, die Geborenen und die Keimenden, mögen alle Wesen in sich glücklich sein. Achtet keinen anderen gering und erhebt euch über keinen, gleich weshalb. Aus Verdrossenheit und Widerwillen wünsche keiner etwas, das den anderen schmerzt. Wie die Mutter ihren eigenen Sohn lebenslang nur immer als ihr Kind umhegt, ebenso bei allem, was da lebt, öffne sich der Geist entfaltend, messe nicht. Denn die Liebe zu der ganzen Welt kann der Geist entfalten, der von Maß frei ist, aufwärts, abwärts in die Breite hin, frei von Enge, Gegnerschaft und Widerstreit. Darauf, ob im Stehen, Gehen, Sitzen, Liegen, wann man immer sich nicht treiben lässt,
Darauf gründe man die Achtsamkeit. Brahmisch weilen nennt man das in dieser Welt. Doch wer daraus keine Ansicht macht, im Begegnen rein sich klaren Blick bewahrt, bei den Sinnen frei von haben wollen, der muss nie in einen Mutterschoß mehr eingehen. So, jetzt bin ich selbst wieder da und ich denke, wir sind einigermaßen gerüstet, dass wir jetzt mal einen detaillierteren Blick auf dieses Sutta werfen können. Ich fange mit der Frage an, wer ist denn hier eigentlich angesprochen? Wen hat denn der Buddha im Auge, wenn er das vorträgt, was wir eben gehört haben? Eine Antwort kriegen wir schon im ersten Satz, wo er nämlich sagt, wer zum Heil taugt, soll verwirklichen, was als Friedensfundament erkannt ist. Das klingt schon mal sehr ambitioniert, denn hier wird das höchste Ziel des Dhamma angesprochen, die vollkommen heile Situation. Nämlich jemand, der den Zustand höchsten Friedens verstanden hat und im Auge behält. Das ist sicher weit mehr als in der Vorgeschichte, um die es vorhin ging, weil dort das Sutta ja nur darauf zielte, eine aktuelle Situation zu besänftigen und eine konfliktträchtige Situation zu bereinigen. Und hier ist der Blick geweitet sozusagen auf die Dhamma-Praxis insgesamt und auf das höchste Ziel, das mit dieser Dhamma-Praxis verbunden ist. Anders ausgedrückt, Metta ist in einen sehr viel größeren Gesamtzusammenhang gerückt und ihre weiterreichende Bedeutung ist, glaube ich, so mal klar geworden. Heil ist demnach nur unter bestimmten Voraussetzungen erreichbar und gerade da ist Metta unverzichtbar. Und deshalb ist es angebracht, diese Herzensverfassung oder diese Gesinnung nicht zu unterschätzen. Ich sage aber auch gleich dazu, aber nicht überschätzen, das sollte man auch nicht. Ja, das nächste Thema, das der Buddha anreißt, in welches geeignete Umfeld gehört denn Metta? Da stellt er uns nämlich die Aufgabe, unseren eigenen inneren Status zu überprüfen und gegebenenfalls auch zu verändern. Denn Metta braucht so etwas wie ein solides Fundament. Und das meint, wenn wir in uns unpassende Eigenschaften finden, sollten wir sie am besten abgewöhnen und passende Eigenschaften und Verhaltensweisen aneignen. Das ist sozusagen die einfache Geschichte, die dahinter steckt. Und nun werden ein paar notwendige Charaktereigenschaften aufgezählt, die der Erwachte im Auge hat. Dazu fähig ist, also zum Heil und zum Metta fähig ist, wer offen, gerade, ansprechbar und sanft ist und ohne Stolz. Wir würden heute sagen, dass es jetzt um etwas geht, was soziale Kompetenz genannt werden kann. Also Eigenschaften, die befriedend sind, die harmonisierend sind im Umgang mit anderen. Konkret, ehrlich zu sich selbst und anderen sein, also gerade heraus sein im Umgang, sich etwas sagen lassen, also bei Kritik nicht gleich beleidigt sein, nicht gleich kontern oder Retourkutschen starten. Ist auch nicht besonders gut, ständig besserwisserisch zu sein oder sich überheblich zu zeigen. Auch nicht, wenn man sich für etwas Besseres hält und auf andere herabsieht. Das sind alles Eigenschaften, die mit Metta nicht kompatibel sind. Ganz abgesehen von Verhaltensweisen und Haltungen wie Aggression, Ärger, Aversion, Widerwillen und, und. Still zufrieden, zu versorgen leicht, ungeschäftig, in der Lebensweise schlicht. Das sind, könnte man sagen, die sonstigen Weltbezüge, die der Buddha jetzt unter die Lupe nimmt. Und da erachtet er es für hilfreich, wenn man von weltlichen Dingen vielleicht ein bisschen weniger erwartet und weniger braucht, als das die ganze Zeit der Fall war.
dass man also nicht ständig auf Zerstreuung, auf Abwechslung, auf Vielfalt aus ist, dass man insgesamt anspruchsloser wird, von äußeren Gegebenheiten weniger abhängig ist, dass man Dinge wie Genügsamkeit, Zufriedenheit, Bescheidenheit mehr kultiviert. Man kann das in einem Stichwort zusammenfassen, dass man versucht, ein einfacheres Leben zu führen als das, was die meisten Menschen tun. Die Kehrseite davon ist sicher auch ein reduziertes Engagement in der Welt. Das ist auch wesentlich. Wer ein rastloser und ruheloser Macher ist, findet keine Zeit und keine Kraft für die eigene Entwicklung. Wer ein Hektiker ist, ein Workaholic ist, der kann sich nicht um sich und seine Diszepserziehung kümmern. Mit anderen Worten, es geht darum, dass die innere Entwicklung wichtiger ist als gesellschaftliche Karriere, Aufstieg und Status und was es da alles so gibt. Es ist gut, wenn man mal ohne tausend Pläne ist, wenn man nicht ständig versucht, den Terminkalender noch mit neuen Terminen und Aktivitäten vollzustopfen. Es ist gut, wenn man kein notorischer Weltgestalter oder Weltverbesserer ist. Sondern in sich hineinguckt, mehr guckt, was bei sich selbst los ist und was da an Aufgaben sich stellt. Wohlgestillt die Sinne, klar bezähmt, unaufdringlich bei den Menschen, gierig nicht. Das ist der nächste Block. Und hier wirft der Buddha einen Blick auf die seelische Verfassung des Menschen. Nicht ganz anders als das, was vorher ist, aber doch ein bisschen anders akzentuiert. Jedenfalls lobt er jemanden, der mehr nach innen gekehrt ist, der mehr bei sich selbst bleibt, der zurückhaltend ist bei den Angeboten der Welt der tausend Dinge, der seine fünf äußeren Sinne nicht ständig auf die Suche nach irgendwelchen Attraktionen schickt, der entsprechend auch sein Denken nicht permanent um materielle Dinge kreisen lässt. Gemeint ist auch die Zurückhaltung beim Umgang mit Menschen. Lustbetonte Geselligkeit ist nicht am Platz, wo ständig Trubel ist, Unterhaltung, Party ist. Da ist Metta nicht da und kann nicht da sein. Wenn Mitmenschen als Lustobjekte und Ausbeutungsobjekte betrachtet werden, hat Metta keine Chance. Deshalb es ist gut, sich nicht dauernd aufzuspielen, nicht bei anderen ständig präsent zu sein, sich aufzudrängen, vor allen Dingen nicht anderen permanent seinen Eigenwillen aufzunötigen. Für Ordiniert, und das sage ich jetzt nur am Rand als Stichwort dazu, ist hier gerade die Übung auch der Sinnenzügelung auf der Tagesordnung, zu gucken, was machen die Sinneswahrnehmungen in meinem Geist. Welche Romane und Kurzgeschichten stoßen die immer wieder in mir an? Und ein Punkt nicht zu übersehen, ein Punkt nennt der Buddha, man sollte Nipaka sein, man sollte Verständnis zeigen, man sollte klug und weise in seinem Leben sein. Das heißt, man sollte wissen, was man tut und warum man es tut. So, ein kleiner Schwenk. Nach einigen Fragen der inneren Einstellung kommt jetzt mir in den Blick, was hat denn das für Konsequenzen für das Tun und Lassen? Das heißt, das ethische Verhalten, das äußere Verhalten kommt jetzt mehr in den Blick. Mit anderen Worten, das Sichtbare, nämlich, oder das Hörbare, nämlich Reden und Handeln. Auch im Kleinsten mag er nicht so wandeln, dass Verständige ihn darum tadelten. Interessanter Punkt, oder genau genommen sind es zwei Merkposten, die uns hier ans Herz gelegt werden. Einmal, dass wir unsere Regeln und Maßstäbe, die wir für uns akzeptabel halten, dass man die auch im Detail ernst nimmt. Dass man nicht ständig 5 Grad sein lässt und nur auf die groben Schnitzer achtet und sie vermeidet. Wichtig ist, dass man auch auf die Kleinigkeiten achtet. Warum? Weil das Leben eben kaum aus heroischen Akten besteht, die kommen ganz selten vor, aber das Leben wird getragen in der Hauptsache aus abertausend Nebensächlichkeiten, aus Kleinigkeiten.
Und der zweite Merkposten ist, dass wir darauf achten oder uns daran erinnern, dass das mitmenschliche Umfeld so etwas wie ein Spiegel ist, den wir als Hilfe betrachten können. Konkreter, es findet ja dauernd so etwas wie eine soziale Kontrolle statt. Andere beobachten ja, was wir tun und bewerten und kommentieren das auch, was wir tun. Und wir sollten diese Spiegelung des eigenen Verhaltens durchaus als Unterstützung wertschätzen. Das macht dann Sinn, wenn wir das Urteil moralischer Autoritäten mehr achten als bisher und wenn wir auch versuchen, Missbilligung durch Verständige zu vermeiden. Das heißt, wir achten nicht nur auf das bessere Wissen in uns, das, was wir Gewissen nennen, sondern wir achten auch auf das, was andere uns sozusagen signalisieren. Achtung, eben bist du auf dem richtigen Pfad oder Achtung, eben weißt du von der klaren Route ab, guck, dass du da wieder zurückkommst. Die Stichworte Scham und Scheu, von denen sagt ja der Buddha, dass sie zwei erhellende Eigenschaften der Welt sind, dass sie die Welt beschützen und das ist sehr eng verbunden mit dem, was wir gerade besprechen mit Metta. Wenn man einen kleinen Blick zurückwirft, kann man sagen, wir haben bisher das weitere Umfeld und das Vorfeld von Metta einigermaßen abgeschritten, sodass wir uns jetzt fragen können, was ist denn der eigentliche Kern von Metta? Was ist denn die Substanz? Ich würde sagen, in einer Formel, es geht um die Entwicklung einer bestimmten inneren Haltung. Ja, zwei Aspekte, wenn man so will. Einmal geht es darum, dass wir erstmal anfangen, Mitwesen zu entdecken, zu merken, wir leben ja gar nicht alleine, dass man anfängt, sie zu entdecken, sie zu beachten und auch wichtig zu nehmen. Und das bedeutet zugleich, dass man den eigenen egozentrierten Standpunkt aufgibt, zumindest relativiert und das eigene Streben nach Glück relativiert. Wohl sei allen und Geborgenheit, mögen alle Wesen in sich glücklich sein. Das ist sozusagen die zentrale Botschaft dieser Lehrrede. Wohl sei allen und Geborgenheit, mögen alle Wesen in sich glücklich sein. Mit anderen Worten, Metta zu empfinden oder Metta zu zeigen, ist anderen Wohlwünschen. Es soll ihnen gut gehen. Ihre Wünsche und Sehnsüchte sollen sich erfüllen. Sie sollen Frieden und Sicherheit finden. Sie sollen frei sein von Leiden, von Unzulänglichkeit. Sie sollen ohne Dukkha leben. Sie sollen Glück in sich finden, wie Fritz Schäfer übersetzt hat, weil wahres Wohl tatsächlich nur im Inneren zu finden ist und durch nichts Äußeres irgendwie zu erzielen ist. Jana Ponika spricht an derselben Stelle von Herz. Nur in einem reinen Herz findet man das, was alle anstreben, während bei den Sinnendingen, die immer mit Verlangen und Unruhe verbunden sind, mehr Enttäuschung und Schmerz auf der Tagesordnung stehen als diesen inneren Frieden. Alles, was da atmet, was da lebt. Ja, hier wird das Verhältnis zu den Mitmenschen noch ein bisschen näher bestimmt, weil es darum geht, dass man das alles noch mal ein bisschen plastischer macht und sich auch im Detail vorstellt, was der Erwachte uns da nahe bringen will. Also alles, was da atmet, was da lebt, um das geht es. Da ist zunächst mal interessant, dass hier der Atem so betont wird. Aber tatsächlich ist der Atem ein sehr allgemeines Kriterium für Leben, ja für Lebendiges überhaupt. Atem ist die Grundfunktion des Lebens als Austausch mit der Umwelt. Atem ist die Haupternährung jedes Wesens, auch wenn man das vielleicht gar nicht beachtet, weil es viel zu selbstverständlich erscheint oder manchmal auch zu subtil ist. Aber wo geatmet wird, ist Lebendiges und wo geatmet wird, wird auch ein Ich erlebt. Und deshalb ist es auch gar nicht verwunderlich,
wenn unser deutsches Wort Atem und das indische Wort Atman für Selbst oder Ich praktisch dasselbe ist. Es ist dieselbe Wurzel und dasselbe Wort, das für Leben und für Ich und Atem steht. Und dann wird auch die Ausnahmslosigkeit des Wohlwunsches verständlich, um den es dem Buddha geht, weil alles Lebendige atmet, alles Lebendige wohl will für sich und deshalb ist es angebracht, auch anderen bei dieser Wohlsuche zu helfen, sie zu unterstützen oder zumindest ihnen nicht in die Quere zu kommen. Und dieser Grundgedanke, der alle Lebewesen umfasst, wird in den folgenden Versen oder Versteilen noch näher bezeichnet. Nämlich, ob beweglich, festgewachsen, ausnahmslos, gilt das, was vorher gesagt worden ist. Das ist die Aufforderung, Lebendiges eben nicht nur bei umtriebigen, aktiven oder beweglichen Wesen zu sehen, sondern überall. Also nicht mehr der Affe, der erkennbar durch seinen Käfig springt oder Menschen, die umherirren und umherwuseln, die als lebendig zu sehen, sondern auch als gebundene Lebewesen, die man oft gar nicht im Auge hat. Ich denke jetzt mal an eine Koralle, die zeitlebens sich nie von ihrem Fleck bewegt. Und im alten Indien wurden als ortsgebundene Lebewesen alle Pflanzen gesehen. Ja, auch sie galt es damals zu beachten. Gleich ob lang, ob von gewaltigem Wuchs, mittel, klein, zart, winzig oder stark gebaut. Das ist der nächste Punkt, weil wir gelegentlich Leben erst ab einer bestimmten Größe wahrnehmen oder ernst nehmen. So ein mächtiger Elefant ist natürlich beeindruckend, aber so eine Mini-Laus oder ein Floh, doch schon weniger, wenn wir ehrlich sind. Die Kraft eines Löwen mag uns Respekt und Angst einflößen, aber so eine Fliege im Zimmer, naja, die sucht ebenso mit rum. Und Kleinstlebewesen sind oft in unserem Bewusstsein überhaupt nicht präsent. Anders gesagt, die Leibesfülle eines Lebewesens ist kein maßgebendes Kriterium, ob Wohlwollen da entfaltet werden soll oder nicht. Die Einstellung, das war doch nur oder ist doch nur eine Ameise, ist deshalb falsch. Leben ist keine Frage von Qualität. Nein, jetzt habe ich es falsch gesagt. Leben ist keine Frage von körperlicher Quantität oder Masse, sondern Leben ist eine Frage von Qualität. Und da gibt es keinen Unterschied zwischen sein wollen und glücklich sein wollen. Das ist bei allen Wesen gleichermaßen vorhanden. Die da sichtbar sind und unsichtbar sind. Ja, auch das ist etwas, worauf man immer mal wieder hingewiesen werden muss, weil wir oft nur das beachten, worüber wir gerade stolpern, was uns sozusagen unmittelbar vor Augen liegt. Aber hier wird die Aufmerksamkeit darauf gewendet, dass es auch viele Wesen gibt, die für uns völlig unsichtbar sind, weil es Wesen ohne grobstofflichen Körper sind, also jenseitige Wesen, die untermenschliche oder übermenschliche Natur sein können, die haben wir nicht auf der Rechnung, aber wir sollten das tun. Das Stichwort, das im alten Indien eine große Rolle gespielt hat, dass es auch darum geht, wohlwollende Gedanken an Verstorbene etwa zu hegen, dass man unter Umständen über Opfergaben, über Speisen, Opferspeisen ihnen sozusagen auch noch etwas gewährt, soweit es geht, ihnen unser Wohlwollen auch praktisch offeriert. Und entsprechend mag das auch gelten für Wesen, die in den Daseinsabgründen gelandet sind. Und last not least auch, die Devas sind etwas, das uns wichtig sein sollte, weil denen geht es im Moment zwar sehr gut, aber auch deren Wohl ist vergänglich und man weiß nicht, wie es künftig mit ihnen aussieht, also Wohlwollen allen gegenüber. Die da in der Ferne weilen,
oder nah sind. Nun, Metta ist auch keine Angelegenheit der örtlichen Nähe oder der räumlichen Distanz. Und deshalb ist es nicht angebracht, räumlich Entferntes einfach auszublenden oder zu ignorieren. Es gibt auch viele Bekannte, aber noch mehr Unbekannte, die weit weg leben, zu denen wir keinen unmittelbaren Kontakt haben, aber uns an sie zu erinnern und deren Anliegen ebenfalls zu berücksichtigen, ihnen Gutes zu wünschen, ist deshalb ein Thema, das man bewusst in sich hochbringen muss. Deshalb wäre es auch keine richtige Einstellung, einfach zu sagen, was gehen die mich in Afrika an? Wir leben ja schließlich hier und haben unsere eigenen Probleme. Also auch Fremdheit, Anderssein ist kein Grund, jemanden von Metta auszuschließen. Jetzt kommt ein dickes Aber, das ich gerne betonen will. Zur Erinnerung, Metta ist in allererster Linie eine Haltung, eine innere Haltung, eine Richtung des Denkens und Wollens. Und da gilt es tatsächlich, ein unterschiedsloses und ausnahmsloses Wohlwollen mahnt der Buddha an. Aber, und das ist das Aber, der Radius unseres konkreten Handelns, der Möglichkeiten, wie wir konkret agieren können, ist ein ganz anderer. Wir können allen Wesen wohl wünschen, aber wir können praktisch nicht allen möglichen oder allen Wesen das tun, was ihnen praktisch helfen kann. Das muss man einsehen. Die Geborenen und die Keimenden, das ist das nächste Stichwort, auch keine einfache Sache. Weil der Buddha hier keinen Unterschied macht, ob ein Wesen schon das Licht der Welt erblickt hat oder gerade da heranreift. Es gibt Menschen, die schon erschienen sind und die wollen eben lange und ungestört leben. Sie wollen wohl erleben, aber es gibt auch Wesen, die noch nicht geboren sind, die gerade im Moment das Sehnen nach Wiederverkörperung verspüren, die vielleicht schon hier angedockt haben und hier heranreifen zu der nächsten Geburt, die den Status erst erringen wollen, den wir schon lange haben. Und damit ist natürlich die schwierige Frage der Abtreibung angesprochen, die oft einen sehr schwerwiegenden Interessenkonflikt zwischen Eltern und Embryo beinhaltet. In der Sinnenwelt sind solche Spannungen nicht zu vermeiden und es gibt auch hier keine Patentlösungen, wem man was empfehlen soll. Aber es gilt die generelle, sozusagen generelle Botschaft, die bei der Entscheidung eine wichtige Rolle oder die entscheidende Rolle spielen sollte. Wie viel Metta kann ich auch diesem erst heranreifenden Wesen entgegenbringen? So, nun lässt der Buddha noch einmal seine Fanfare erklingen. Mögen alle Wesen in sich glücklich sein. Japonika sagt, die Wesen alle, Glück erfüllt ihr Herz. Also mit dieser Wiederholung ist zugleich nochmal eine Betonung und Bekräftigung dieser beiden Kernpunkte geschehen, die ich vorher herausgearbeitet habe. Das Metta-Empfinden bedeutet, Wohlwollen, Freundlichkeit, Liebe anderen gegenüber zu hegen. Das ist aber zugleich die Universalität dieser Haltung beinhaltet, dass alle einbezogen sind und niemand ausgeschlossen ist. Jetzt kommt der Buddha zu einigen praktischen Folgerungen. Er fragt sich, was bedeutet denn das jetzt an angemessenen Verhaltensweisen, an konkreten Verhaltensweisen, die ich euch empfehlen kann. Achtet keinen anderen gering und erhebt euch über keinen, gleich weshalb. Mit der Haltung kann man ja auch als eine Haltung der Ich-Gleichheit, der Ich-Du-Gleichheit bezeichnen, wo das Unterschiedensein der Wesen als eine Illusion gesehen wird.
wo man falsche Wertmaßstäbe der Unterordnung und der Überordnung als unangebracht erkennt und aufgibt. Denn als unerlöste und leidende Wesen sind alle gleich. Wir sind alle gleichermaßen in Unwissenheit und in Begehren gefangen. Wir sind im Samsara, jeder an einer anderen Stelle, aber wir haben doch alle Rollen hier schon einmal gespielt. Vom Niedrigsten bis zum Höchsten sind wir alles schon einmal gewesen. So dass wir erkennen, dass die weltlichen Hierarchien, die im Moment eine Rolle spielen, der Status, der im Moment uns gegeben ist oder anderen gegeben ist, letztlich nur eine Augenblicksaufnahme ist, der existenziell aber keine Bedeutung hat. Deshalb ist es auch unsinnig, wenn man andere herabsetzt und klein machen will oder sie entwürdigen will. Es ist besser, auf Stolz und Überheblichkeit, Dünkel und so weiter in jeder Art zu verzichten, weil letztlich jeder Gedanke von ich bin besser, ich bin schlechter, ich bin gleich fehl am Platz ist. Umso mehr natürlich schädigende Absichten, Verhalten wie Betrug und, wenn man das an den Tag legt, ist man von Metta ganz und gar entfernt und vor allen Dingen sieht man die Realität überhaupt nicht. Die Idee ist, dass man das eigene Wohl nicht wichtiger nimmt als das Wohl des Gegenübers und vor allen Dingen nie unlautere Mittel anwendet und sie für gerechtfertigt hält, um das eigene Glück zu erreichen. Aus Verdrossenheit und Widerwillen wünsche keiner etwas, was den anderen schmerzt. Janaponika sagt, aus Ärger und aus feindlicher Gesinnung soll Übles man einander nimmer wünschen. Das hat seinen Grund, warum das hier steht, denn es ist sehr beliebt, dass man den Nächsten als die Ursache für das eigene Missgeschick und den eigenen Kummer betrachtet. Und das ist schon im Hinblick auf die karmische Bedingtheit von Ereignissen und Situationen völlig verfehlt. Denn andere Wesen sind ja nichts anderes als die Repräsentanten von unserem eigenen Tun und Lassen. Sie zu attackieren hieße, sich selbst zu attackieren und zu beschimpfen. Und ebenso unsinnig wäre es doch, ihnen etwas Schlechtes zu wünschen, weil karmisch gesehen das bedeutet, man wünscht sich selbst was Schlechtes. Und es ist auch ganz gut, wenn man sich manchmal erinnert, dass man selbst auch oft genug Stein des Anstoßes für andere ist. Wir sind nicht immer nur Anlass für Freude für andere, sondern wir sind oft Ursache für Ungemach. Ja, das ist schon mal ganz heilsam, wenn man sich daran erinnert. Resümee, Widerwille, Übelwollen, ist keine Lösung, weder aktuell noch für irgendwas Künftiges, weil eine derartige Gemütshaltung nur dunkle Wolken und Regenschaft, unter der letztlich alle nass werden. Also nicht Frust und Zorn auf andere abladen, ist die Botschaft des Buddha. Keine Sündenbock-Mentalität pflegen, niemanden wehtun, um dadurch eine eigene Entlastung zu erfahren, oder zu glauben, dass man sich damit entlasten kann. Wie die Mutter ihren eigenen Sohn lebenslang nur als ihr Kind umhegt, ebenso bei allem, was da lebt, öffne sich der Geist entfaltend, messe nicht. Hier verwendet der Buddha den Vergleich der Mutterliebe als Herzensqualität und sagt, die Mutterliebe ist sowas wie ein guter Anhaltspunkt für das richtige Verständnis von Metta, weil dieser Erfahrungsbereich ja ein menschlicher Erfahrungsbereich ist, ein gewohnter, in den man sich auch hineinbegeben kann. Auch als Mann kann man das nachempfinden, was damit gemeint ist. Denn eine Mutter, wenn sie denn eine Mutter ist, hat eine lebenslange und unterschiedliche Identifikation mit ihrem Kind. Dem Kind soll es unbedingt gut gehen.
Gleich, ob das Kind lieb ist oder böse, ob es mehr oder weniger intelligent ist, ob es dankbar oder undankbar ist, blond oder schwarz. Ja, die Mutter wünscht immer das Wohl des Kindes, mindestens so sehr wie ihr eigenes. Und der Vorschlag des Erwachsenen ist hier, sich in diese Haltung einzufühlen und sie zum Ausgangspunkt für die Entfaltung und Ausdehnung dieser Haltung zu machen. Aber das ist wichtig, dass Metta universell werden muss, dass sie eben nicht nur auf das eigene Nest, auf die eigene Familie beschränkt bleiben darf, sondern weit über diesen Rahmen hinausgehen muss. Auf Deutsch, wir sollten uns abgewöhnen, falsche wertende Unterschiede zu machen, unzulässige Messlatten an Menschen anzulegen, vor allen Dingen Menschen nicht vom Ich-Standpunkt aus zu beurteilen, nicht die Eigeninteressen als maßgebend zu sehen. Es ist ja oft so, dass wir Menschen bewusst oder unbewusst unter dem Vorzeichen betrachten, was bringt der mir? Bringt der mir was oder stört der mich? Ja? Also wir urteilen, der ist sympathisch, der ist unsympathisch, der ist nützlich, der ist schädlich, kommt mir unangenehm vor, kommt mir angenehm vor. Aber tatsächlich sind alle Wesen nur Mitwanderer. Alle sind unerlöste, unwissende, Dukkha unterworfen, so wie wir. Und alle haben dieselbe Sehnsucht, das Leiden ja, hinter sich zu lassen. Und darauf sollten wir gucken, dass wir Wesen unter diesem Gesichtspunkt gleich sind. Und es ist uninteressant, es ist relativ uninteressant, ist, welche konkreten weltlichen Eigenschaften die Wesen haben. Allerdings kommt hier auch ein kleines Aber, das enthebt uns allerdings nicht den Alltagserforderungen, wo es darum geht, auch bei anderen etwas klar zu beurteilen. Nicht jedes falsche Handeln, nicht jede ungute Äußerung muss man deshalb ignorieren oder gutheißen. Wir müssen durchaus einen realistischen Blick für die Eigenheiten und Fähigkeiten und Verhaltensweisen von anderen Menschen haben. Wir sind ja nicht der Blindheit ausgeliefert, aber wir sollten möglichst eine egofreie Sicht auf die aktuelle Situation haben. Die ist erforderlich. Denn die Liebe zu der ganzen Welt, die kann nur ein Geist entfalten, der nicht misst. Das hat Fritz Schäfer relativ frei und interpretierend übersetzt. Jnana Bhunika sagt hier, voll Güte zu der ganzen Welt, entfalte ohne Schranken man den Geist. Tatsächlich geht es hier weniger um eine Ist-Beschreibung, sondern um eine Praxisanleitung und Ermutigung, sich zu wandeln. Die Aufforderung bekräftigt, Geist, Gemüt ganz weit zu machen und nicht nur im menschlichen Klein-Klein des Denkens und Empfindens zu beharren, wie das unser Alltag bestimmt. Aufwärts, abwärts, in die Breite hin, frei von Enge, Gegnerschaft und Widerstreit. Das ist eine Zielorientierung. Menschliches Erleben ist ja ein Erleben in Raum und Zeit. Und jetzt wird dieses Prinzip der Entfaltung des Geistes und des Herzens, die Entfaltung von Metta in räumliche Dimensionen, wenn man so will. Diese Begrenzung des eigenen Geistes werden nach allen Seiten aufgehoben, im Idealfall. Man will den beengenden Raum überwinden, man will grenzenlos werden, alle Schranken beiseite tun. Also ungehindert von Kleinlichkeit, Starrheit und Härte. Widerstand muss fallen, Aversion, Feindseligkeit darf keine Rolle spielen, wer Metta verwirklichen will. Vielmehr sind Einheit, Harmonie, Zusammengehörigkeit die tragenden Qualitäten, die zu Metta gehören. Und interessant ist, dass mit dieser Aussage auch so etwas wie eine Langzeitperspektive verbunden ist. Metta ist ja nicht etwas, was man beschließt, ab morgen zu haben, sondern Metta ist ja auch etwas, was man lernen, was man üben und vertiefen muss.
Und es mag sein, dass das irgendwann mal mit einem zaghaften und noch mühevollen Metta-Gedanken beginnt, aber endet in dem, was der Buddha ein müheloses Strahlen von Metta bezeichnet. Es ist tatsächlich ein gangbarer Weg, von Metta zu haben und Metta zu empfinden, hin zu Metta zu sein. Ich formuliere das mal so, also von dieser Qualität ganz geprägt und ganz durchdrungen zu sein. Sei es im Gehen, Stehen, Sitzen, Liegen, immer wenn man sich nicht treiben lässt. Hier beschreibt der Buddha einige Übungsdetails, die auch wichtig sind. Und sie besagen zunächst mal, dass dieses Training in jeder Alltagssituation möglich ist. Und zwar in allen vier Körperhaltungen, in allen Bewegungen, aber auch in der Ruheposition. Und damit ist sozusagen formelhaft eine knappe Umschreibung unserer unterschiedlichen Lebenssituationen gegeben, aber zudem ausgedrückt, dass es gar keine besonderen äußeren oder physischen Voraussetzungen bedarf, um Metta zu üben, ist es auch nicht mal ein formelles Sitzen notwendig. Was notwendig ist, ist eine psychische Voraussetzung, die wir mitbringen müssen, dass wir uns nämlich nicht vom Alltagstrott davontragen lassen, dass wir nicht von dem Alltagstrott sozusagen aufgesogen werden. Metta zu überwinden ist seine Aufgabe, nämlich Träglichkeit und Bequemlichkeit und insbesondere das Abgestumpftsein gegenüber unseren Mitwesen aufzuheben. Also es ist die Aufgabe, über hemmende Gewohnheiten, die Gewohnheitshaltungen und Muster hinauszugehen, die unseren Geist und unser Herz prägen. Praktisch heißt das, dass wir uns immer wieder einen Ruck geben müssen und die Aufmerksamkeit bewusst auf diese Metta-Haltung lenken und die Aufmerksamkeit darin verankern. Nicht, wo die Aufmerksamkeit ist, wo sie bleibt, da entstehen auch neue Dinge. Wer sich immer wieder auf Metta besinnt, der wird feststellen, dass sie auch immer öfter und immer klarer in ihm präsent sind und er sie leichter festhalten kann. Brahmisch weilen nennt man das in dieser Welt. Ich sage das nochmal, weil das ein entscheidender Wendepunkt ist. Brahmisch weilen nennt man das in dieser Welt, denn auf dieser Stufe ist jetzt eine neue Daseinsqualität erreicht. Eine andere Lebens- und Erlebensweise tut sich auf. Wer das so geübt hat und das so in sich verankert hat, der ist physisch nach wie vor ein Mensch. Er ist natürlich noch in einer menschlichen Umgebung, in einer menschlichen Gesellschaft, aber er hat jetzt schon übermenschliche Eigenschaften. Genauer gesagt heißt es in unserem Text, wer das sozusagen praktiziert, befindet sich in einem Zustand wie ein Brahma. Er empfindet, wie eine hohe Gottheit empfindet. Also Stichwort Brahma-Vihara, in einer göttlichen Verweilstätte sich aufhalten. Das heißt, in diesem Metta-Zustand zu sein. Und das ist ein innerer Zustand jenseits von Vyapada und Vihingsa, also jenseits aller Aversion und Egozentrik und sogar die Karma-Bezüge, die Sinnenbezogenheiten auf die Welt, die ist in dieser Zeit nicht da. Und es ist, glaube ich, offensichtlich, da muss man nicht viel dazu sagen, dass das ein ganz bedeutender Schritt zur inneren Reinheit bedeutet, der hier verwirklicht ist. Im Metta-Sutta werden abschließend noch einige fernere Zukunftsaussichten angesprochen, nämlich die Frage, was sind denn die langfristigen Folgen dieser Praxis? Über das brahmische Dasein habe ich eben schon etwas gesagt. Die wird ja in Aussicht gestellt. Und die gibt es aktuell in der meditativen Praxis, ist klar. Aber auch in einer künftigen Existenz, zu der diese Praxis führt.
Und in den letzten Versen gibt es eben noch einen weiterreichenden Ausblick, den man sich näher anschauen muss. Und wer daraus keine Meinung macht, in der Tugend rein, den klaren Blick bewahrt und Gier herauszieht aus den Sinnen, der muss nie in einen Mutterschoß mehr eingehen. Hier ist eine sehr weitreichende Prognose gestellt und auch die Voraussetzungen sind genannt, die für das Eintreten dieser Prognose auch Voraussetzung sind. Das sind ein paar leicht nachvollziehbare Erfordernisse, über die wir schon gesprochen haben, die sich hier nochmal zusammenfassen lassen. Einmal natürlich wie immer die moralische Integrität. Die ist selbstverständlich, also eine ethische Basis muss vorhanden sein. Dann muss ein guter, intuitiver Blick für die Lebenswirklichkeit vorhanden sein. Man muss geistig wach sein, nicht dumpf, nicht stumpf, sondern man muss sozusagen in der Gegenwart merken, was los ist. Und hinsichtlich der Sinnendinge ganz ohne Affinität. Also man muss über eine sehr fortgeschrittene Reinheit der Psyche verfügen. Und noch ein wichtiger Punkt, vielleicht der wichtigste überhaupt, eine realistische Sichtweise ist benötigt. Man darf wie immer keine irrigen Anschauungen, kein falsches Weltbild besitzen, man muss richtig orientiert sein. Im Text heißt es, und wer daraus keine Meinung macht, das ist wieder ein bisschen frei übersetzt. Bei Niana Podika lesen wir, in falscher Ansicht nicht befangen. Also hier geht es um Ditti, um die Sichtweise, um den modern gesprochenen theoretischen Hintergrund. Der muss stimmen. Man muss wissen, was Metta ist, wie sie bedenkt ist, wie man sie üben kann und welche Funktion sie hat. Um das verständlich zu machen, will ich nur einen ganz kleinen Abstecher noch machen zu einem Brahma Bako, den wir in der 49. Lehrrede der mittleren Sammlung in einem Gespräch mit dem Buddha die Rede. Jetzt habe ich den Faden verloren. Es geht um die 49. Lehrrede, wo Brahma Bako im Gespräch mit dem Buddha zu hören ist. Und da wird gezeigt, wie sich dieses schon sehr, sehr reine Wesen trotzdem zutiefst irren kann. Ich sage manchmal ein bisschen überspitzt, der ist ganz lieb, aber doof. Denn der hat folgende Ansicht von seinem Leben, von seiner Existenzweise. Er sagt zu dem Buddha mit aller Überzeugung, hier ist das Ewige, hier das Beharrende, Immerwährende, hier ist Unauflösbarkeit und Unvergänglichkeit. Hier herrscht kein Geborenwerden und Altern, kein Sterben und Vergehen und Wiedererscheinen. Und eine andere, höhere Freiheit als diese gibt es nicht. Ja? Also wir sehen, dass er seine eigene Lage völlig unrealistisch einschätzt, mit den entsprechenden Konsequenzen. Er glaubt nämlich, dass schon alles getan ist, und weitere Schritte gar nicht mehr notwendig sind. Und das heißt doch, dass sein Abstieg vorprogrammiert ist, dass sie irgendwann sich auch mal wieder in menschlichem Leben Dasein befindet und sich auch noch darunter. So, und jetzt vergleichen wir mal das Versprechen, das der Buddha abgegeben hat. Der muss nie in einen Mutterschoß mehr eingehen. Wörtlicher Und er geht nicht mehr in einen Mutterschoß ein. Das heißt, er tut es nicht. Damit wird doch von dem Buddha, zumindest für den Wissenden, eine beachtliche Zusicherung gegeben. Viel mehr kann man sich ja gar nicht wünschen. Mit diesem Satz sind wir am Ende des Sutta angekommen, aber noch nicht ganz am Ende unserer Betrachtung. Denn der Schlusssatz, den ich eben vorgelesen habe, der hat so gewisse Fallstricke und die könnte man leicht missverstehen. Deshalb da ein paar Worte noch dazu. Denn eine falsche Schlussfolgerung, die man ziehen könnte, wäre, ja, die Praxis von Metta ist das höchste Ziel, beziehungsweise sie ist ausreichend, um das höchste Heilsziel zu erreichen.
Um das richtig zu beurteilen, ist es notwendig, die Metapraxis in einen Gesamtzusammenhang einzuordnen, dass man einerseits ihre Wichtigkeit und ihre Notwendigkeit begreift, dass man andererseits aber auch sieht, dass sie doch einen noch begrenzten Stellenwert hat. Was heißt das konkret? Güte, Wohlwollen sind sowas wie die tragende Innenseite der heilsamen zwischenmenschlichen Begegnungen. Metta gibt dem moralischen Verhalten seine eigentliche Qualität und sein Fundament, kann man sagen. Sie führt zu einem konfliktlosen Miteinander, zu sozialem Einklang, Ausgleich, Eintracht, was man wünscht. Metta führt zugleich zu innerer Harmonie, zu Einklang, zur Stille des Geistes, zu Herzensfrieden. Sie ermöglicht das Freiwerden von Sinnesgebundenheit, Sinneswünschen, von Karma. Und die nachtodliche Folge, man wird als Brahma-Wesen wiedergeboren, in der Welt der reinen Formen, also in dem mittleren Daseinsbereich zwischen dem Karma-Bereich und dem Arupa-Bereich. Aber nur wenn jemand entsprechend belehrt ist, dann wird er nicht mehr wieder in einen Mutterschoß einkehren. Kein Geborener als Mensch, kein Geborenwerden als Mensch, kein Eingang in den Mutterschoß. Das ist sozusagen mit dieser Aussage gemeint. Wer diesen Status hat, wird das brahmische Dasein ganz anders als unser Freund Bhargava von eben als Nichtwiederkehrer erleben. Er wird eine Zukunft haben ohne Zurück, ohne Abstieg. Seine Weiterentwicklung wird nur in Richtung der völligen Freiheit verlaufen. Und das bedeutet die restlose Überwindung sinnlichen Verlangens und nicht nur ein zeitweises Verdrängen, wie das bei den sogenannten normalen Brahmas der Fall ist. Der Hintergrund ist wie immer das Wissen um die Begrenztheit auch dieser Daseinsweise. Auch ein äonenlanges brahmisches Sein ist vergänglich. Von diesem Dasein ist kein dauerhaftes Heil zu erwarten, sondern nur ein Weiterwandern im Daseinskreislauf. Und die beste Hilfe, die der Buddha hier uns gibt, ist die Unbeständigkeit aller Phänomene zu betrachten. Und aus diesem Grund will ich zur Abrundung des Metta-Sutta noch einen kleinen Nebenblick auf eine andere Sutta richten, auf das Vilama-Sutta. Das ist eine interessante Sache, weil da sozusagen mal eine Art von Hierarchie der einzelnen Übungen und ihrer Wirkungen genannt wird. Dieses Sutta berichtet von einem mythologischen Brahmanen namens Vilama, der geradezu berühmt war für seine Großzügigkeit und für seine unglaublichen Opfer, die er immer gebracht hat. Und im Zusammenhang mit seinem Namen wird dann von dem Buddha auch der Wert des Gebens in allen seinen Varianten dargestellt. Das ist, wenn man so will, die buddhistische Einstiegsdroge. So. Und das ist ja gar nicht falsch, weil das Geben ja sowas wie ein praktischer Ausdruck von wohlwollender Haltung ist. Geben ist eine sichtbare Form oder sichtbar gewordene Form von Metta. Aber dann geht es weiter. Noch weitaus mehr wert als alle Formen von Geben ist zuversichtlichen Herzens Zuflucht zu Buddha, Dhamma und Sangha nehmen. Und noch weitaus folgenreicher ist es, zuversichtlichen Herzens die Silas auf sich zu nehmen. Und gegen Ende einer langen, langen Aufzählung kommt jetzt folgender Satz. Bei weitem verdienstvoller aber ist es, wenn man selbst nur so viel wie einen flüchtigen Duft liebevoller Gesinnung erweckt. Jetzt sind wir genau bei unserem Thema. Und hier ist abzulesen, welchen hohen Rang Metta tatsächlich in der Dhamma-Praxis einnimmt. Sie steht weit, weit oben in der Skala von heilsamen Entwicklungen. Und hier hieß es liebevolle Gesinnung. Im Pali-Text ist von Metta Chittang Bhaveya die Rede.
Das heißt, dass man ein Metaherz entfaltet, also die innersten und nachhaltigsten Kräfte und Potenziale in sich erblühen lassen, die die Qualität von Meta haben. Wer das tut, kann süße Früchte über lange Zeiträume hinweg ernten. Das ist gewiss. Aber es ist dennoch nicht ausreichend. Hier wird in dieser Lehrrede Meta nicht der allerhöchste Stellenwert zugeschrieben. Warum? Sie bewegt sich immer noch im Bereich des Gewordenen und Bedingten und damit Unbeständigen. Sie verhilft zum Erscheinen im Brahma-Bereich, aber auch das ist ja nur ein vorübergehender Zustand. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Doch bei weitem verdienstvoller als all dies, Klammer Meta, ist es, wenn man die Betrachtung der Vergänglichkeit übt und wäre es auch nur für einen Augenblick. Also, die endgültige Befreiung ist nur im Unbedingten gegeben, also jenseits auch des Brahmischen. Und die nicht übertreffbare Übung ist nicht Metta, sondern die nicht übertreffbare Übung ist die Betrachtung der Vergänglichkeit. Anicca Sanya, weil das radikalste Wahn- und Existenzauflösungsmittel ist, das es überhaupt gibt, weil dieses Mittel alle Formen von Durst mit allen Formen zu Ende bringt und damit auch Dukkha zu Ende bringt. Was ist mein letzter Satz? Mögen alle Lebewesen glücklich sein.